Hallo und willkommen hier bei einer kleinen Vorstellung von einem Mapmaker. Einem Programm, mit dem ihr euch auf einen Knopfdruck zufällige Karten erstellen lassen könnt. Und ein Knopfdruck ist ein bisschen übertrieben. Ihr könnt wahnsinnig viel einstellen. Wollen wir uns mal hier ein mediterranes Setting aussuchen und High-Fantasy-Namen verwenden. Und schauen wir mal, was das Programm uns herausspuckt. Das Ganze ist ein webbrowserbasiertes Programm, also ihr müsst nichts runterladen, ihr müsst nichts bezahlen, ihr öffnet einfach die Webseite und dann könnt ihr damit rumspielen. Und es gibt eine Menge hier zum Rumspielen, eine ganze Menge. Wenn wir hier reinzoomen, sehen wir hier schon jede Menge Städte, Handelsrouten. Ihr könnt euch hier diverse Informationen anzeigen lassen, aber das hier ist nur ein Bruchteil von dem, was das Programm alles bietet. Ihr könnt jede Menge Sachen euch einblenden lassen. Zum Beispiel hier, wo verschiedene Militärregimenter stehen. Was haben wir hier? Das 5. Regiment bestehen aus 1800 und einem Bogenschützen, drei Artillerien, 255 Kavallerien, Infanterie und so weiter und so weiter. Ihr könnt euch besondere Stätten auf der Welt anzeigen lassen. Na, komm. Spring an, so, Dankeschön. Also wir haben zum Beispiel hier einen Leuchtturm, wir haben hier ein Schlachtfeld, hier unten eine Mine, eine berühmte Taverne haben wir hier unten. Und wenn euch das alles noch nicht genug Informationen ist, ihr könnt zu jedem einzelnen Informationstyp in dieser Karte auch noch weitere Detailinformationen euch anzeigen lassen. Ihr seht hier die verschiedenen Kulturen, wir haben hier die Ugluks, das sind Orks, die sind nomadisch. 3,9 Millionen gibt es von ihnen auf der Welt. Wir können uns anzeigen lassen, was für Religionen haben wir hier? Ja, wir haben Monotheismus, World of Xorks, 15,5 Millionen Anhänger, gut für euch. Ihr könnt euch hier die diplomatischen Beziehungen der verschiedenen Königreiche und Fürstentümer anzeigen lassen. Ja, sehr, sehr viel. Verfeindete Staaten hier, das ist gut für eine Kampagnenwelt, denn wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, gibt es ja für eure Helden nichts zu tun. Man kann das alles natürlich editieren, man kann das natürlich abspeichern, man kann sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, hier drin herumzuspielen. Machen wir noch eine neue Karte, sagen wir mal hier Pangea, eine große Landmasse, nehmen wir europäische Namen. Und bitte einmal neue Welt. Wir sind Kolumbus. Und da haben wir es. Ziemlich viel Eis. Ich schalte es mal aus, damit wir mehr von der Karte sehen. So. Und wir können uns das auch in 3D anzeigen lassen. Und wir können uns das sogar auf einen Globus projizieren lassen, wenn uns das gefällt. Wie gesagt, alles ist editierbar. Ihr könnt es abspeichern. Es ist kostenlos. Es ist alles zufällig. Also es hat kein Balancing, es hat keine sinnvolle Hintergrundgeschichte. Es ist halt einfach eine Riesenspielwiese, die euch hier in den Kopf geworfen wird. Und wenn euch so die üblichen Kampagnenwelten langweilen oder wenn ihr sagt, ich will keine Standardkampagnenwelt, weil meine Spieler kennen sich da eh besser aus als ich und ich habe jetzt nicht die Zeit, mir was auszudenken, mit diesem Programm findet ihr bestimmt etwas, was euch gefällt. Link gibt's unten in der Videobeschreibung.